Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Tipps und Tricks von The Hunter Call of the Wild. Wir haben den Aussichtsturm gerade hier freigemacht und sehen jetzt schon ein bisschen mehr hier aus der Umgebung an Punkten. Das können hier, das können Hochsitze sein, das können aber auch einfach nur hier zum Beispiel interessante Orte sein, wo wir irgendwelche RL-Infos über den Ort kriegen. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal gleich weiter los und gucken uns den Außenposten an, denn das war ja einer der wirklich wichtigen Sachen. Je mehr wir haben, desto besser. Also immer gucken, dass die Aussichtspunkte angenommen werden und danach dann auch die Außenposten. Denn wir haben über die Außenposten nur Schnellreisefunktionen. Bevor wir Ewigkeiten über die Maps rumlaufen, kann das schon wirklich hilfreich sein, bevor wir eine halbe Stunde unterwegs sind und dann erst irgendwo ankommen, einmal kurz die Schnellreise in Angriff zu nehmen. Ja, ich laufe jetzt. Wobei ich vorhin sagte, nicht laufen, ihr verjagt euch alles Getier. Ja, das ist so. Hier sehen wir wieder ein Bedürfnisgebiet. Aber es geht jetzt auch nur darum, wirklich schnell zum Außenposten zu kommen. Hier haben wir Präriehasen. Zwischen 4:30 Uhr und 7:30 Uhr sind wir hier in einem Fressgebiet. So, dann sind wir gleich da. Starttaste wieder. Ne? Könnt auf der Karte. Ihr könnt euch die Markierung mit A setzen. Wegpunkte könnt ihr genauso entfernen, den auch wieder hinsetzen. Das Ganze macht ihr mit A, mit B kommt aus der Karte wieder raus. Und da haben wir auch genau das, was ich gerade sagte. Da steht schon die Info dazu. Die Symbole übrigens, wenn da Fragezeichen stehen, Ausrufezeichen stehen, man kann es hier nochmal gut sehen. Die werden aufgelöst, wenn ihr euch den ganzen auf 50 Meter nähert. So, wir haben an jedem Außenposten, egal wo, auf der Map, egal in welchem DLC, egal wo. Egal wann, wie auch immer, hier sind Fahnenmasten, an die stellt ihr euch vor. Drückt X und der Außenposten ist frei. Im Multiplayer genau dasselbe. Ihr habt immer Zugriff auf euer Inventar, egal wie viele Leute sich daran machen. Das hier ist jetzt das A und O, das ist unser Waffen. Schrank und das komplette Inventar. Hier sind jetzt zum Beispiel die ganzen Waffen. Ihr seht links oben sind wir im Laden. Hier können wir jetzt kaufen, 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 kaufen. Wenn wir natürlich Geld haben und genügend flüssig sind. Ja, jetzt haben die mir aber auch mit, weil es sich gerade kostenlos anbietet. Die Waffen hier habt ihr auch nicht. Das liegt daran, dass ich die über den DLC freigespielt habe. Von daher nicht wundern. Das hier, die Eckers zum Beispiel, kommt aus einem Waffenpaket. Also von daher nicht wundern. Ja, mit B kommt ihr hier wieder in die Auswahl links rein, was ihr kaufen könnt. Nächster Punkt haben wir hier einiges an Pistolen. Ne? Mit A einmal klicken und ihr seid weg hier in der Liste wieder mit drin. Die Sandburg, das ist übrigens die Waffe, die ich auch später noch viel benutze. Wir kriegen hier tolle Munition für, die richtig böse Schaden macht.
said something about getting off the grid. Wir kommen in die erste Liste zurück. Wir haben die ganzen Fliegen. Hier mal Bögen mit bei. Bögen ist eine spezielle Art Kämpfen zu töten in dem Fall. Für manche mit Sicherheit interessant, für manche weniger interessant, weil nicht ganz so einfach wie mit Gewehr, Flinte, Pistole. Dann haben wir die Munition für die Gewehre. Na, mit A wieder anklicken, jetzt sind wir hier wieder in der Liste mit drin. Und können hier rauf und runter scrollen, die ganzen Munitionstypen, die wir haben. Ich brauche wie auch immer. Pistolen haben wir hier, Flintenmunition, hier verschiedene Arten von Pfeilen. Hier haben wir die Gewehre, die Visiere für die Gewehre. Da seht ihr unten auch das Nachtsicht. Das ist auch ganz normal, ist nicht mit drin, ist auch ein DLC, was ihr kaufen könnt. Ist auf jeden Fall wert, darauf zu sparen, denn ihr könnt natürlich viel näher ranzoomen und das ist später unbezahlbar. Hier haben wir verschiedene Pistolen, Visiere, das sind die Flinte und die Bogenvisiere. Hier haben wir eine ganze Menge Lockmittel, die ihr im Spiel nach und nach immer mal wieder nachkaufen werdet, weil einfach viel mehr Tiere da sind, auf die ihr Möglichkeiten habt. Hier zum Beispiel die Echlockpfeife sehen wir Stufe 2 von 35. Heißt in dem Fall, je mehr ihr mit Lockrufen hier zum Beispiel mit dem, ist ja Standard von vornherein damit bei, anködert, desto mehr steigt ihr in den Stufen hoch und desto mehr könnt ihr hier die ganzen Lockpfeifen freischalten. Dann gehen wir hier mal auf die Duftstoffe. Damit könnt ihr die Tiere auch anlocken. Dann braucht ihr die Lockpfeifen nicht. Ist allerdings eine teure Geschichte und nicht mehr effektiv als die Standard-Lockpfeifen. Bei einer Trappen genau dasselbe. Die werdet ihr später erst freischalten. Mit dementsprechend DLC-Käufen könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ihr könnt die auch so auf jeder Map erledigen, ohne die Attrappen. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst die nicht kaufen, nur um die Beutetiere zu kriegen. Erste-Hilfe-Set. Später sicherlich sehr interessant. Wenn die Hunter-Dollar stimmen, dass man die eher einkauft, weil die powern euch einmal komplett wieder hoch. Wozu ihr normalerweise das Geld ausgeben müsstet, um zu schlafen. Oder ihr geht einmal komplett K.O. und seid damit voller Power wieder da. Aber dafür ist das schon super. Ja, Großreduzierer, den habe ich ja gerade eben schon gezeigt und erwähnt. Da steht es auch nochmal. Hat eine Wirkdauer von 30 Minuten, das sind L-Minuten. Dann haben wir einen Hundekuchen. Ja, ist auch fürs DLC, wenn ihr euch den Blatthund dazu kauft. Ganz interessant, weil definitiv hilfreich. Also wenn ihr irgendwie investieren wollt, macht es auf jeden Fall damit rein. Hier haben wir verschiedene Bekleidungstypen. Man kann sie so auch hier einmal durchklicken. Die Bekleidung, ganz klar, hat keinen Einfluss drauf, ob ihr schnell gesehen werdet oder nicht, ist vollkommen egal. Hier könnt ihr Rucksäcke kaufen, mit denen ihr mehr tragen könnt, nach hinten raus. Allerdings macht ihr damit auch viel, viel, viel mehr Lärm. Das heißt, selbst im Crouchen kann es sein, dass ihr schon ein, zwei rote Ausschläge habt. Insofern, ihr seid ungeheuer laut, macht sowas, wenn ihr wollt, erst später, wenn ihr bei Fertigkeiten und Vorteile den Skill dafür frei habt, dass ihr euch wirklich leiser bewegt. Ferngläser natürlich vollkommen klar, kauft euch später ein besseres. Ich empfehle am Anfang definitiv das hier.
Das kann man sich später natürlich auch holen. Ist letzten Endes genauso. Das, weil wichtig ist hier, ihr habt ein Entfernungsmesser damit bei. Und irgendwann trifft eure Munition nicht mehr, so geht ihr wirklich auf Nummer sicher. Wenn ihr die Möglichkeiten habt für die Zelte, ich weiß nicht, ob die Standard dabei sind, ganz ehrlich, oder ob das auch jetzt vom DLC kommt. Holt euch Zelte. Das sind mobile Außenposten. Ihr könnt da drin schlafen, ihr könnt da drin Sachen kaufen, ihr könnt da alles einlagern, ihr könnt euer Inventar umräumen. Ganz wichtig, Tarnzelte, genau dasselbe, auch DLC, Klettersitze, die könnt ihr an Bäumen montieren und von da oben ungesehen jagen, allen hochsitzen, erstmal genau dasselbe. Und so viel mal dazu. So, Lager, das ist ganz wichtig. Kauft ihr erst eine neue Waffe, habt ihr die hier drin? Für gewöhnlich, also links. Macht folgendes, klickt die Waffe an. Rechts ist das, was ihr im Inventar habt, was ihr wirklich mit euch tragt. Links sind die ganzen Waffen, die noch eingebunkert sind. Das ist ganz wichtig. Es kann gut sein, wenn das hier rauskommt, dass das hier gar nicht mehr so aktuell ist. Denn es ist zeitnah noch ein Update raus, wo wir dann ein Waffenrad auf der Konsole bekommen. Das macht das Ganze entscheidend einfacher, so wie momentan alle Spieler glauben. Und das hoffe ich auch, dass es wirklich so ist. Auch die Zelt hier, ne? Es macht einfach keinen Unterschied. Es wird nicht, dass die Tiere sehen, oh Scheiße, Rosa, ich hau hier mal ab, das ist mir nicht geheuer. Nee, total egal. Es ist total egal. Zur Not werdet ihr sowieso später alle Zelte nehmen und die irgendwo bunkern. Ja? Jetzt haben wir da oben die Gesamttragekapazität. Auch ganz wichtig, wenn ich das hier rausnehme, haben wir eine Kapazität von 10, ich denke mal, Kilo sind es, 10,5 Kilo, die wir jetzt im Benutz haben. 6 Kilo, sehen wir rechts, wird jetzt das Zelt ja, dann wirklich zum Tragen kommen. Hier werden es dann nochmal 6 Kilo drauf und wir werden dann mal 22,5 Kilo. Ja, so kann man es immer schon sehen. Wir können insgesamt 20 Kilo gerade tragen. Charakter, hier könnt ihr nach wie vor auch später das Geschlecht nochmal ändern. Nochmal den Hauttyp und so weiter. Hier haben wir auch noch andere Kleidung drin, wie zum Beispiel die hier. Oder die. Oder die. Die bekommt ihr frei, wenn ihr euch ganz am Anfang anmeldet. Da bekommt ihr die frei. Wenn ihr später Rucksäcke habt, könnt ihr die Rucksäcke natürlich da mit antragen über den Charakter. Allerdings nicht vergessen, die machen viel mehr Krach und am Anfang braucht ihr jetzt nicht zwingend. Nochmal ganz wichtig, um darauf zurückzukommen, wenn ihr jetzt nicht wisst, was ihr da für Munition benutzen könnt. Hier sehen wir nochmal die kompatiblen Gegenstände unten rechts. Da drücken wir einmal mit X und da sehen wir jetzt, das würde an Visieren drauf passen. Und die Munition ist da kompatibel. Wir haben hier auch nochmal eine kleine Beschreibung, bei welche Munition das ist, funktioniert. Also Schussreichweite, die ist grundsätzlich hier bei 150 Metern. Die empfohlenen Klassen 4 bis 8. Die Tiere haben verschiedene Klassen. Das ist ganz wichtig. Vor allem Hasen und sowas. Die sind zum Beispiel jetzt auf Stufe 1. Füchse sind da schon wieder 2 bis 3, 2 bis 4. Und darüber sind es dann halt 4 bis 8. Stufe 9, beziehungsweise Klasse 9, ist dann das härteste. Das sind dann Bison, Wisente, Elche, Büffel, solche Geschichten, ne?
Die Durchschlagskraft ist der Parameter, wie weit das Projektil durchschlägt. Ne? Also ob wir es eine Einfachlunge treffen, eine Zweifachlunge treffen oder komplett von vorne bis zum Darm hinten eine komplett durchschießen. Ja, ist möglich. Gibt es später, könnt ihr auch frei schalten. Es gibt wirklich massiv durchschlagende Geschosse. Die Aufpilzung ist der Faktor, wie das Projektil vorne ja wortwörtlich aufpilzt. Er sieht praktisch aus wie so ein Pilz, sagen wir, ja, wie ein Champion, Champion. wo dann vorne, ab dem Moment, wo das Projektil auftrifft, wo das dann Ganze rund wird, das ist, ja, ihr macht innen ziemlich viel Schaden. Ihr kommt nicht ganz so weit rein, reißt dafür aber richtig den Muskel auf, reißt, wenn ihr so weit kommt, die Eingeweide mit auf. Das heißt, wird unter Umständen auch ein schneller Tod werden. Worauf ihr am Anfang achten solltet, gerade am Anfang extrem wichtig, Durchschlagskraft. Denn wenn ihr eine große Aufpilzung habt, aber nicht mal in die lebenswichtigen Organe reinkommt, bringt euch das alles nichts. Darum ganz wichtig, gerade am Anfang, auch zum Ende hin, Durchschlagskraft. Je höher die Durchschlagskraft, desto effektiver die Tötung des Tieres. Und wir wollen das Tier auch nicht unnötig quälen. Das heißt, wir müssen ins Lager. Hier haben wir jetzt die richtige Munition nochmal mit bei. Und hier sieht man auch ganz gerne mal einen Unterschied. Das ist die Standardmunition mit der Durchschlagskraft von 15, 2 bis 6. Ist natürlich gerade am Anfang optimaler. Eine Aufpilzung von 17 und wir nehmen jetzt 42er Durchschlagskraft. Ja, ihr könnt damit natürlich auch Klassen nehmen, die da unten drunter sind, unter 4. Allerdings ist es so, je niedriger die Klasse ist, also je weiter entfernt von den empfohlenen Klassen, von der Munition, desto schlechter wird die Wertung. Das heißt, hiermit haben wir mit Klasse 2 immer noch eine gute Wertung, die wir rausholen können. Wenn wir hiermit da drauf auf eine Klasse 2 schießen, ist das Tier nicht mehr so toll. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ja, mit Glück noch irgendwie Gold erreichen können, aber sehr wahrscheinlich ist eher Bronze oder Silber. Oder wir haben das Tier kaputt geschossen. Und das heißt, da natürlich auch weniger Erfahrung und weniger Hunter-Dollar. Also nehme ich die trotzdem mit, weil ich mag die einfach und da würde ich das Gewehr ja auch. Wenn ihr euch ein Waffenpack holt und da ist das Gas mit bei, das ist ein Luftgewehr, ein 45 mm Luftgewehr, das ist schon wirklich enorm, zumal ihr auch zum Beispiel in einer ganzen Herde mit Rehen oder sowas einfach draufhalten könnt. Die werden nicht so schnell verschreckt, beziehungsweise laufen vielleicht 10, 20 Meter kurz, schrecken auf und kommen dann wieder zurück. Und ihr könnt weitermachen. Das ist super, weil wirklich extrem leise. Ja, ganz am Anfang habt ihr auch die Garage. Das heißt, ihr habt hier kleine Geländefahrzeuge. Ne? Die nehmen sich alle nichts. Die sind genau so schnell. Die sind genau so einfach zu handeln. Hier geht es wirklich nur um die Farbe. Ob schwarz, ja, olivgrün oder rot. Damit könnt ihr auch euch natürlich viel schneller über die Map bewegen. Allerdings macht ihr damit auch richtig Kram. Das heißt, ihr habt einen Dreierausschlag in Rot beim Lärm und damit verjagt ihr alles. Das heißt, entweder ihr geht jagen oder ihr geht entdecken. Gerade am Anfang ist wahrscheinlich immer noch besser, ihr geht tagsüber jagen und nachts auf Erkundungsfahrt. Dann nehmt euch hier ein Fahrzeug mit, von einem Fragezeichen zum nächsten Außenposten, zum nächsten Aussichtspunkt, macht damit die Map frei und tagsüber seid wieder schön am Jagen und passt das schon. Zwinger
Vollkommen klar. Gehen wir später nochmal drauf ein. Müsst ihr auch ein DLC verkaufen? Also. Jetzt gehen wir nochmal ins Inventar, denn wir haben uns hier die andere Waffe genommen. Ist am Anfang ein bisschen umständlich. Ich weiß noch nicht, wie es später mit dem Waffenrad wird. Ihr geht auf die Waffen, klickt aber mit A an, seid in der zweiten Leiste, also Liste, das wäre dann hier. Jetzt sucht ihr euch die Waffe aus, drückt nochmal A und positioniert die euch hierhin, wo ihr gerade wollt. In dem Fall gehen wir da auf Position 2. So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal nach links durch, wieder mit A auf die Munition. Und wir brauchen die richtige Munition. Für gewöhnlich geht es wie hier jetzt auch gleich auf die Zava hin. Ansonsten müsst ihr euch die Waffe einmal gerade aussuchen. Einmal anklicken und jetzt haben wir da auch die richtige Munition drin. Visiere, genau dasselbe. Einmal anklicken, ausrüsten, fertig. Transportable Gebäude setze ich hier auch mal gerade mit rein. Werden wir sicherlich noch nutzen. So. Damit haben wir das soweit durch. Und wir nehmen die nächste Mission an. Geht zu Hopes Lager. Obwohl. Nee, das machen wir ein anderes Mal. Ja, das ist dann halt einmal der Punkt jetzt, wo wir den ersten Außenposten haben. Nochmal ein bisschen mit dem Waffenschrank uns auseinandergesetzt haben. Und letztendlich haben wir das Bett vergessen. Das heißt, ihr interagiert, ihr geht mit If you rein. ever need a place to rest, there's a cabin in each outpost. I had Und them gutted and redone last season. wir können uns damit heilen, indem wir schlafen. Jetzt sehen wir, die Kosten liegen bei 250, können wir uns gerade eh nicht leisten. Aber wenn, dann könnt ihr jetzt genau mit auswählen, bis wann ihr schlafen wollt. Könnt euch ausruhen und dann seid ihr geheilt zu der richtigen Zeit, die ihr euch ausgewählt habt, wieder im Rennen. Ja, und dann würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Runde. Ich würde sagen, bis dahin und ciao.